war das? Oh, da ist ein Rätsel drin. Das ist ein seltsamer Platz für eine Karte. In einem Rahmen, wer macht denn sowas? Das ist eine Seekarte, Sherl. Die kann man sogar ins Wasser werfen und sie wird nicht nass. Nun, sei mal nicht so übergenau, Nadelstreifen oder Ernest, weil ich dich eigentlich nicht Nadelstreifen nenne. Ja. Es ist eine Karte von der See. Ja. Aber es ist verwunderlich, dass sie hier drin ist. Ich hätte gedacht, dass in einer solchen Kabine Gemälde oder Porträts hängen oder so. Keine Karten. Ich lege die Seekarte im Verteidigungsmodus. Haha, ich fürchte, daran bin ich schuld. Ich liebe das Meer, wissen Sie, und alles, was damit zu tun hat. Das ist der Grund, warum ich überhaupt eine Reederei gegründet habe. Und weil ich viel rede. Ja. Ah, ich verstehe. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das Meer ist so romantisch. Das stimmt. Romantisch, anziehend, ausziehend, geheimnisvoll und mächtig. So wie mein Kopf. Ja, ich habe Freude an meinen Geschäften, aber das Meer ist meine wahre Liebe. I feel you. Meer ist geil. Was macht man, wenn man das Meer liebt? Ich liebe das Meer. Nein, ich meine, was macht man mit dem Meer, wenn man es liebt? Eintauchen. Ja, stimmt. Das ist ein gutes Wort dafür. Ich träumte davon, dass Reederei reich. Reederei reich. Mhm. Eines Tages die größte Reederei der Welt. Oh, was machen Sie denn hier, Inspektor Jamie? Aber falls ich das schaffe, habe ich danach noch einen Traum. Einen noch größeren habe ich. Ich habe einen noch größeren Knopf. Und er funktioniert. Gott. Ich will den Rest meiner Tage mit der Suche nach Schätzen verbringen. Ja, dann können Sie ja schon mal nach Ihrer... Es war nicht der 3DS. Es war nicht der 3DS. Ist das jetzt runtergefallen oder hast du es runtergeworfen? Nein! Vorsicht. Ich heb's mal für dich auf, wenn ich rankomme. Na, dann eben nicht. Ich bin halt tollpatsch. Aber da steckt auch das Wort toll mit drin. Schleim. Schätzen verbringen, so wie zum Beispiel meiner Statue. Ich will riskante Abenteuer erleben und sämtliche Weltmeere bereisen. Meine Güte, das klingt wirklich fabelhaft. Ja, in den Tiefen der Ozeane sind noch zahllose Schätze verborgen, die am Meeresgrund schlummern und nur darauf warten, gefunden zu werden. Und jetzt gibt es einen mehr. Sie sind wirklich ein leidenschaftlicher Mensch, Miss Onessa. Ich bin sicher, dass Sie recht haben. Es muss noch so viele unentdeckte Schätze am Grund des Meeres geben. Stimmt. Oh, die Karte bewegt sich. Schaut mal. Schwupp! Och, ich könnte ja den ganzen Tag weiterreden. Wollen Sie mehr hören? Ja, wir wollen gern mehr hören. Dann gehen Sie raus an Deck, da hören Sie das Meer. Die Schatzkarte. Oh. Du hast eine Schatzkarte gefunden, die mehrere Inseln mit unterschiedlichen Ruinen zeigt. Der Schatz befindet sich in der Mitte eines gleichseitigen Dreiecks, das drei Inseln verbindet, auf denen verschieden geformte Ruinen liegen. Berühre die drei Inseln, die zeigen, wo sich der Schatz befindet, um deine Antwort zu geben. Ein gleichseitiges Dreieck hieß es, okay. Warte, du musst doch erstmal weiter vorlesen. Also kann ich jetzt? Kann ich jetzt oder nicht? Hast du es schon? Nein. Wie jetzt? Achso. Aber ob du es jetzt schon machst? Berühre sie, nein, ich mach's noch nicht. Berühre sie erneut, um die Auswahl zu löschen. Der Abstand zwischen den Punkten auf der Karte ist immer gleich groß. Okay. Okay, dann darf ich nämlich jetzt auch. Mhm.
besonders Interessantes. Und so macht man das. Das ist auch echt gemein gewesen, weil das sind keine durchgezogenen Linien zwischen denen. Also dieses gleichseitige Dreieck. Hm. Achso, dann sind alle Seiten gleich, oder? Scheiße, ich hab mir gleich Schenkliges gedacht. Oh. Nein, gleichseitig. Da gibt es bestimmt bei Gleichschenkligen mehrere Möglichkeiten. Ja, jedenfalls Schatzjagd erfolgreich. Die Mitte des Dreiecks liegt in der Mitte des Meeres. Och Mann! Du hast Ruinen auf dem Meeresboden gefunden. Gefunden! Da-da-da-da! Ja! Die Schatzkarte wurde zum Rätselindex hinzugefügt. Du hast ein neues Rezept erhalten. Chinois-Schinkensuppe. Hm. Oh, gut gemacht, Miss. Du hast sie gefunden. Oh. Ja, meinen Glückwunsch, Miss Layton. Brillant. Dann kann ich sie jetzt also zum Ort der nächsten Schatzsuche führen. Zur Brücke. Komisch, dass die anderen nicht mitspielen dürfen mehr. Hm. Wieder auf die Brücke? Waren wir da nicht? Waren wir nicht gerade erst da und haben uns mit dem Kapitän unterhalten? Aber ich hatte keine Ahnung, dass man dort auch eine Engelsfigur versteckt hat. Nun, dann gehen wir zurück auf die Brücke und finden wir sie. Ja. Ding, 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 ding. Ja. Ich tu dir weh? Ja. Du hast meinem 3DS weh getan. Aber das ist okay. Der ist nicht so wichtig wie du. Du hast einen Hinweis gefunden. Der Schatz unter den Wellen. Voll der Analogieschluss aus einer... Das ist ja mehr eine Metapher als alles andere. Onessas Liebe zur See ist es zu verdanken, dass er sein Werft- und Transportgeschäft gegründet hat. Er erzählt, dass er gern ein Schatzjäger wäre und dass auf dem Meeresgrund Schätze warten. Oh, oh. Sag nicht, der war's selber. Der hat das Ding da runter, damit er danach suchen kann. Er will gleich Schatzsucher werden, dazu muss aber seine Reederei pleite gehen. Dann würden aber seine Arbeitskräfte ihren Job verlieren, das wäre doch blöd. Ich kehre auf die Brücke zurück. Bip, 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 bip. Hm? Was denn? Ja. Hab ich ja gesagt. Oh, hallo, was kann ich für Sie tun? Ich setze gerade das Spiel mit der Schatzsuche fort, Midas. Na, ah, ich verstehe. Nun, ich schätze, die Gäste brauchen einen Zeitvertreib, bis wir wieder an der Anlegestelle sind. Es wird noch einen Moment dauern, bis wir dort eintreffen. Nun, bleiben Sie auf Kurs, Kapitän. Wir müssen unseren Gästen eine faire Chance geben, den Engel zu finden. Aber ich habe nur ein paar von Ihnen hier dabei. Es kaum erwarten. Das ist also das Nervenzentrum des Schiffs, von wo aus der Kapitän es durch die Fluten steuert. Und die dritte Engelsfigur ist auch irgendwo in diesem Raum versteckt. Ich wünsche Ihnen viel Glück für die Suche. Hm, ich frage mich, wo sie diesmal sein könnte. Es muss doch einige besonders wahrscheinliche Orte geben. Suchen wir danach. Das Steuerrad. Ja, aber das ist es nicht. Erstmal alle einen Hinweis müssen wieder nachholen. Mhm. Da auch nicht.
Ha! Rätsel! Ja auch. Ja. Oh, hier sind überall Maschinen und Instrumente, aber hier drüben scheint es besonders voll zu sein. Hey, Entschuldigung, aber das geht nicht gar nichts an. Da rieche ich doch was. Das auch nicht. Hat da jemand seine Revier markiert, Charles? Aber vielleicht hast du auch recht, denn das könnte tatsächlich der Ort sein. Das sind doch mehrere Sprachrohre, oder nicht? Sie sollten leer sein, damit man auch hört, wenn jemand hineinspricht. Ja. Rizzo, das Sprachrohr. Nein, Hand in Hand. Oh, eins meiner Rätsel vielleicht. Ja. Steuere Ritter und Prinzessin gleichzeitig so, dass sie den Ausgang gemeinsam erreichen. Berühre die Steuerpfeile, um sie ein Feld in diese Richtung zu bewegen. Sind eine Mauer oder ein Hindernis im Weg, bewegt sich der betreffende Charakter. Oh ja, sowas kann ich. Ich hab da schon mal, weißt du noch, Pokémon 4 Edition gleichzeitig. Jetzt hat es sich ausgezahlt. Haha. Okay, wollen wir mal loslegen. So, beide gleichzeitig, hm? Scheiße. Ich hab einen kleinen Fehler gemacht. Oh. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Ich fand das cool, das Rätsel. Mann, ich kann sowas nicht. Oh, interessant. Das geht auch. Ich hab's über diese beiden Kristalle gemacht. Ja, ich hab's halt einmal sie so synchronisiert, dass sie beide gleich sind. Ja, eben. Ich wusste gar nicht, dass die dann auch synchron einen Weg gehen können tatsächlich. Also ich hab das dann eher so gemacht. Ich hab die an dem einen Kristall versetzt, wo du dann umgedreht bist. Mhm. Und hab die an dem anderen Kristall dann wieder gleichgesetzt. Nee. Ja. Na, oh. Ich hab wieder die Führung. Ritterlich gemeistert. Beide haben den Ausgang gleichzeitig und vor allem wohlbehalten erreicht. Man kann diese Aufgabe auch nur auch in nur 12 Schritten lösen. Mal sehen, ob du den kürzeren Weg findest. Ich denke, das könnte so ungefähr meiner gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwo mal zurückgegangen bin, aber ich glaube, den mit 12 könnte sein. Hand in Hand. Ich wusste, dass du es schaffst, eine wunderbare Vorstellung, Miss. Es war doch gar nichts. Es ging nur darum, trotz der Distanz die Bewegung richtig zu koordinieren. Ja. Oh!